Zieh einfach mal an. Oh, nein, das ziehst du nicht an. Oh Gott. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute für Sie im Studio, Tom Nuke. Hallo miteinander, hier spricht Tom Nuke, Montag, der 23. März. Heute gibt es keine Neuigkeiten, also gebe ich euch einen Tipp zum Leben auf LPM Island. Ein kleiner Tipp, um euer Leben auf unserer Insel noch angenehmer zu gestalten. Stellt euch eine laue Nacht auf LPM Island vor. Da darf bestimmt... Was? Da darf stimmungsvolle Beleuchtung von Lampen oder Kerzen nicht fehlen. Verschiedene Leuchtquellen sowie ihre Platzierung können einen Raum ganz anders wirken lassen. Probiert ruhig mal verschiedene Arten von Beleuchtung aus, um zu sehen, was euch gefällt. Das war alles, macht's gut! Definitiv werde ich das eine oder andere gerne mal ausprobieren, Herr Nuke. Wir werden nochmal bei Dämmerung spielen, wir werden mal nachts spielen. Krieg ich hin! Krieg ich hin, Leute! Willkommen zurück. Wie keine Neuigkeiten. Was ist mit dem neuen Bewohner? Kriegen wir das irgendwie auf die Nase gebunden? Der braucht wirklich noch ein bisschen Zeit. So, dann lasst mal, während ich die Blumen gieße, überlegen, was wir noch so tun können an einem neuen Tag in Animal Crossing New Horizons. Wir haben natürlich mehr als genug auf dem Zettel, ne? Das sind wir uns mal einig. Wir haben mehr als genug auf dem Zettel. Wir brauchen Eisenerz, um den Laden auszubauen. Das wäre das nächste große Thema. Ich weiß, die Blumen hätte ich ein bisschen besser machen können. Ich will das Obst, habt ihr mir auch fleißig... Hallo, Ast. Das Obst, das wird schön gepflanzt. Jetzt bin ich ja drüber getrampelt, ne? Deswegen suboptimal gelaufen. Wir werden neue Bäume anpflanzen. Ja, da habt ihr mir geholfen. Also danke für eure Tipps. Jedes Mal. Doch, doch, doch. Ich lese mir das durch. Keine Bange. Ja. Oder mach mal Luki, Luki, was ist sonst noch so hier? Bah! Und sagen allen Hallo. Kurzes Bläuchchen und dann kümmern wir uns um die Steine. Na, schwer beschäftigt, Sichel? Ich will plaudern. Hat was auf einer Insel zu wohnen, Sichel? Man kann bis in die Puppen pennen und keiner nörgelt. Ja. Bist dein eigener Chef, wa? So. Den Stein, den gehen wir wie immer von hier an. Das heißt, hier ein Löschlein. Und hier. Und jetzt mal gucken, was da bei rumspringt. Ich will alle fünf... Oh, das ist schon der Geldstein. Also Button Smashing par excellence. Bei Geld können wir in jedem Fall gut gebrauchen. Und sei es für die Schulden bei Tom Nuke. Aber da haben wir doch schon... Wir haben auch 20.000 schon eingezahlt, ne? Wollen wir nicht unterschlagen. 20.000 sind schon auf dem Konto. Sieht gar nicht schlecht aus. Ich muss das Zeug mitnehmen, das hier so rumliegt. Das kann ich nicht einfach so stehen lassen. Aus einer Zeit, als wir noch nicht genug Itemplätze hatten. Außerdem Unkraut. Ne? Das geht schon bald nicht mehr auf... klar, wie wir das hier handhaben mit dem Unkraut. Und Chaka. Jetzt hätte ich gerne Erz. Ah, da lag schon ein Stein. Das ist natürlich blöde as hell. Noch ein einziges Eisenteil und wir können den Laden in Betrieb nehmen. Diese Idylle, ne? Diese Idylle. Ich kann es auch nur betonen, Nintendo hat das Spiel, und das ohne, dass es natürlich vorher wussten, zum perfektesten Zeitpunkt rausgebracht, ne? Es ist halt so. Was so im Real Life abgeht und so. Und dann einfach mal Animal Crossing dazu, das passt. Das passt, Leute! Was noch besser wäre, wenn man den Sprungstab automatisch benutzen könnte. Da habe ich jetzt ja auch schon ein paar Informationen bekommen. Zum Beispiel... Sehr schön. 100 Sterne, ich sag... 1000. Wie wäre es aber, wenn ich... Als Favorit... Wenn ich immer nur als Favorit...
die Schaufel nehmen und den Sprungstab und damit nur zwischen den beiden wechseln, dann geht das auch mit dem Steuerkreuz ziemlich schnell, hätte ich gesagt. Jetzt kann ich nur... Ich hab das doch. Wozu ist denn diese Favorit-Sache überhaupt gut? Im Endeffekt. Frage ich mich da natürlich. Habe ich gerade noch was dabei? Von dem anderen Obst hätte ich gesagt, ob wir da was dabei haben. Noch nicht, dann machen wir das gleich in Ruhe. So. Und wieder zu damit. Gut, gut, gut. Stein Nummer 4. Für 3 ist es erst. Der dritte. Nochmal, ne? Wer nicht alle Parts gesehen hat, das mit den Löchern ist dazu gut, um keinen Rückstoß zu haben. Sonst kriegst du eventuell nicht alles raus. Das geht aber auch, ne? Warte mal. Ich habe auch gehört, das geht auch anders. Mit dem Fuß kann er das auch zumachen, ohne die Schaufel zu benutzen. Aber da weiß ich nicht, welche Taste. Da hört meine Kernkompetenz auf, Leute. Ich finde es auch so schön, wie Animal Crossing New Horizons generell auf YouTube ankommt. Viele feiern's. Okay, jetzt nicht zwingend bei mir. Aber na gut, ich habe seit 2015 kein Animal Crossing Let's Play mehr gehabt. Das verstehe ich, dass die Leute... die da quasi Staffel für Staffel bringen in all den Jahren. Dass du bei denen dann, dass die Fans dann wirklich auch gucken. Das ist schön, das ist schön. Weißt du mal, mein Moment kommt auch, ne? Neues Sonic-Spiel wird auch wieder kommen. Oder ein gutes Mario oder so. Ich bin halt der Jump-Run-Fuzzi. Aber ist ein geiles Spiel. Macht wirklich unerwartet viel Spaß. Ich, Freunde. Ich war nicht im Hype. Zieh einfach mal an. Oh, nein, das ziehst du nicht an. Oh Gott. Entschuldigung, persönliches Empfinden. So, wollte mich eigentlich verkohlen. Muss auf der Ebene. Ah, die Favoriten sind das da. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Kinders, was ist das, wenn ich das gewusst hätte? Ich dachte, da kann ich halt auswählen. Kescher noch. Die kann ich auch so ordnen? Denn mir wäre ja wichtiger, die Angel zu haben. Ja, ja, Sekunde. Nee, die ist schon Favorit. Kann ich die nur tauschen? Geht das auch, wenn ich so entfernen, registrieren? Ich möchte halt gerade nur... guck mal, die Gießkanne. Das war mir noch nicht hundertprozentig klar. Dass ich mir zum Beispiel hinter die Löffel schreiben kann. Ich den Stab noch nicht drin, ja? Hält. Der Stab ist immer links und so. Die Reihenfolge will ich jetzt einfach ändern. Moment! So, jetzt habe ich das mal richtig sortiert. Also ich habe erstmal alle mit X entfernt und dann eben auf das jeweilige Feld gehen und mit X das entsprechende Item auswählen. Dürfte diesbezüglich die einfachste Methode sein. Also dass ich jetzt immer weiß, ne, links angeln, rechts Kescher, unten ist der Stab. Solche Sachen halt. Ich muss hier irgendwo noch einen Stein geben. Ja, den Albert. Der Albert muss hier noch irgendwo sein. Albert! Versteht ihr, Einstein und so? Hatte ich das nicht schon? Den hatte ich schon. Findet er seine Steine wieder nicht? Ich glaube, der da ist noch offen. Oder ich mache das jetzt mal ohne Loch, weil ich mir nicht weiß, sicher bin, an welchem wir waren und welchem nicht. Das ist traurig.
Das ist traurig! Weil sie das nicht einprägen! Ah, ich weiß es wieder, an welchem wir noch nicht waren. Okay. Gib mir noch. Schade, da liegt eine Birne im Weg. Da liegt eine Birne im Weg! Das Leben brauchen wir auch zum Craften. Aber wenigstens trotzdem ein bisschen was drin. Das reicht zumindest für den Augenblick. Goodie. Dann können wir jetzt zu Nook & Co. Dass endlich mal der Laden ausgebaut werden kann. Ja, ja, dass der Laden endlich ausgebaut werden kann. Das ist so der Progress, den das Spiel gerade von mir will. Das mach ich bei dir. Willkommen, Let's Play Markus. Was kann ich für dich tun? Zum Ladenbau. Im Moment bitten wir unsere werten Inselbewohner um Baustoffspenden für den Laden, den wir bauen wollen. Das habe ich dabei. Ach, etwas spenden, das hört man gern. Da danke ich aber im Namen des ganzen Unternehmens. 30 Stück Eisenerz fehlen uns noch. Den Rest hätten wir. Ob du uns wohl welches besorgen kannst? Hier, bitte. Ich werde verrückt. Wenn mich nicht alles durch, hätten wir damit alles für unser Ladenbau vorhaben. Und weil du uns mit dem Baumaterial sammeln geholfen hast, überlassen wir dir die Ehre. Sag mal, können die anderen nicht auch mal was beitragen? Ist es nicht so hier und da mal gewesen, dass andere Bewohner irgendwas beitragen? Da war mal irgendein Spiel. War das New Leaf oder Tomodachi Life? Irgendwas war da. Welche Ehre möchtest du wissen? Nun, das ist ja eigentlich alles dein Verdienst, also könntest du bestimmen, wo das stehen soll. Ich dachte, er kommt genau hier hin. Dann zieh einfach das Ladenbau-Kit dort, wo es dir passt. Die Firma kümmert sich um den Rest. Ich freue mich schon drauf, dass du uns einen tollen Standard aussuchst. Und ich denke, so wird es eben mit allen Läden und Einrichtungen laufen, die noch kommen. Ah, Let's Play Markus, hallo, hallo. Was darf sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Hätte sein können, dass er irgendwas auf der Zunge hat. Ein Rostbauteil? Wozu ist das denn gut? Also kurz Lucky Lucky machen. Wenn das schon verrostet ist, dann ist es doch nur zum Verkaufen gut, oder? Ich werde es erstmal bunkern. Wie die meisten anderen Sachen. Weil, ja, man weiß nie, ob das irgendwie nochmal ein Crafting-Gegenstand wird oder so. 5. Tag in Folge eingeloggt. Dann gucken wir, ob es hier irgendwas Schönes gibt. Ein Campingtisch, eine Schubkarre, Bandana. Das hat was. Ich wollte nur schauen. Hätte sein können, dass die Erleuchtung kommt. Was mir ein bisschen fehlt, sind die nerdigen Sachen. Die richtig nerdigen Sachen. Aber die bekommt man auch erst von den Glückskeksen in New Leaf. Designs Profi Edition, da kann man seine Sachen selbst zusammenstellen. Da will ich halt, wie gesagt, noch ein bisschen sparen auf richtig epische Sachen. Der Blick wäre getan. Tschüss mit Öss. Und wir schauen. Wo soll der Laden hin? Ja. Ich meine, halte dir deine Freunde nahe, aber deine Feinde noch näher. Andererseits, wisst ihr, was auf die anderen hinter die Flüsse kommen kann? Die Häuser der zukünftigen Bewohner. Aber Tom Nooks Laden will ich nicht so weit haben. Ja, ich bin faul, hallo? Ich will nicht so viel laufen. Bleibt das denn nicht da? So bleibt der Marktplatz, oder? Es ist und bleibt der Marktplatz. Hier dahinter ist schlecht. Direkt neben dem Museum. Da ist dieser Baum voll im Weg, ne? Das muss ein neuer Standort sein. Das kannst du nicht machen. Was ich machen könnte, wäre vielleicht so neben dem Haus. Nicht weit vom Schlag. Was sagt ihr? Alles ist verkehrt. Nee, ich will auch den Stab nicht benutzen. So voll bin ich. Um rüberzukommen, ne? Machen wir nicht.
Wir schauen. Oh, ist aber groß. Würde aber relativ gut passen, finde ich. Würde relativ gut passen, oder? Nux-Laden, so direkt hier, ja. Da wäre ich eigentlich dafür. Irgendwie passt es gerade. Andererseits der Durchgang links. Da muss ich das Vogelhäuschen ein bisschen anders machen. Aber das ist ja nicht das Ding. Die ganze Insel ist unser Zuhause. Mach doch einfach. Jawolski, hier kommt dann also der Laden hin. Damit soll das Leben hier deutlich komfortabler werden. Hoffentlich sieht es am Ende noch was aus. Das Vogelhäuschen kann ja einfach hier in der Prärie stehen. Nein, Mann. Bist du sonst wie? Ich dachte eher so hin. Das nicht mal. So, weil da Unkraut war. Okay. Mein Gefühl sagt mir dahin! Jo. Vielleicht ein bisschen nah, aber diese Umrandung, dieser Bauzaun, sage ich einfach mal, der ist einfach viel breiter. Wir gucken, wie es am Ende aussieht. Ich entscheide mich dann am Ende. Okay. Okay. Wir lagern noch ein paar Sachen ein. Braucht man auch hier und da. Wo ich noch nicht weiß, was damit ist. Beratet mich gerne. Rostbauteil. Einfach verkaufen oder was ist mit dem Mist? Die Wespe, die kann man verkaufen natürlich. Eisenerz, Holz und so lasse ich jetzt einfach mal noch da. Den Spiegel haben wir gecraftet, Leute. Da wird ja langsam ein bisschen interessant. Kann ich den Lebers Bett tun? Nein. Wir müssen noch was in die Mitte stellen, so allmählich. Ein runder Tisch, ein Teppich, irgendwas in der Richtung. Aber na denn. So, eben jenes Lager werde ich jetzt betreten. Ich möchte die Sachen einpflanzen, nämlich Kokosnüsse. Müssen an den Strand. Kirschen aufs Grün. Das alles ist, was wir im Lager haben. Und wo ist das Lager überhaupt? Eigentlich müsste es ein Keller sein. Okay, ich hab's mir überlegt. Du siehst doch nicht gut aus. Stell dich doch direkt an den Baum, hä? Irgendwie besser. Da fühlen sich die Vögelchen behüteter. So, Bäume. Warum nicht? Auch das lassen wir bei unserer. Hier ist viel Platz. Ob ein bisschen zu nah am Wasser. Nee, vielleicht. Und das kann ich jetzt einpflanzen, die Kokosnuss. Ja. Eigentlich sogar mehrere. Da sollten wir uns nicht lumpen lassen. Wir pflanzen die alle ein. Ja, gar nicht so schlecht sein, hörte ich. Aber müssen wir die auch gießen? Ich denke nicht. Denken ist aber nicht deine Stärke, was? Das sieht irgendwie sehr zentral aus. Nee, nicht so ganz. So will ich das sehen. So, Bäumchen. Mit Kirschen. Irgendwo, wo es nicht großartig im Weg steht.
wo noch Platz ist. Und irgendwie relativ nah zum Strand scheint Platz zu sein. Nicht, dass das denen zu nah ist. Aber ich hoffe einfach mal, dass das klar geht. Komm, mach noch einen relativ nah. Weil es dann verwachsen aussieht. Was passiert denn, wenn ich jetzt so sage, nee? Toll. Haben wir genug für eine neue Wackelschaufel? Brauchen wir Steine dafür, oder? Die kann man natürlich auch kaufen hier und da, ne? Hatten wir im Moment mal. Ist ja noch eine. Habe ich jetzt noch den Setzling? Kirschbaumspross. So, dass es nur ein bisschen besser ist. Ich guck mal, ob es einen Effekt hat, wenn ich gieße. Kann ich jetzt nicht erkennen. Gut, du triffst nicht mal. Also die Blumen, die glitzern ja so. Also, wie ich hörte, braucht man das nicht. Naja, mal gucken. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So, Tom Nook. Nachdem wir jetzt alles bezahlt haben und auch einen Plan haben, wo es hin soll, hat er vielleicht eine neue Idee? Im Museum von Eugen. Ich lasse ihn schlafen. Ihr merkt schon, es waren sehr viele Parts am Stück. Das macht sich irgendwann bemerkbar. Sag was. Ah, Let's Play Markus, hallo, hallo. Was darf sein, was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Ja, ja, die ewige Frage. Ich muss dir dafür danken, dass du alles Material für den Laden gesammelt hast. Wahrscheinlich kannst du mir mehr Tipps zum Inselleben geben, als ich dir. Momentan hat er nichts auf der Zunge. Also das heißt, es kommt irgendwie noch irgendwas. Die Schulden abbezahlen, das wäre so ein Ding, ne? Schulden! Die Schulden abbezahlen. Ich habe Frank noch nicht gegrüßt. Wo steckt der denn überhaupt? In seiner bescheidenen Hütte? Ist überhaupt seine Hütte? Wir gucken nochmal. Janine, ja, okay, die hatten wir hier. Der war bisher nicht draußen. Dabei herrscht auf Elpham Island doch gar keine Ausgangssperre. Hier ist alles noch in Ordnung. Man glaubt's kaum, ja. Willkommen, entspann dich einfach so, als wärst du zu Hause, Rumpel. Erzähl mal was. Frage, welche von den folgenden Sportarten reizt dich am meisten? Fußball, Zehnkampf oder Marathon? Definitiv Fußball, tut mir leid. Macht Sinn, beim Fußball kommt es auf präzises Passspiel und gute Zusammenarbeit an. Du bist halt ein echter Teamplayer, Rumpel. Es gibt auch Fußballspieler, die sind keine besonderen Teamplayer. Ist aber besser, wenn, ne? Ist aber besser, wenn. Obstbauer. Wir bringen uns mit dem rechten Stick auch wieder so einen Tipp von euch. Rechten Stick hier nach unten bekommt man direkt die Sachen. Tropenkokosnuss. Man muss nicht alles durchsuchen und gucken, wo was steckt. Was man noch nicht eingelöst hat. Wenn also unser momentanes Primärziel lautet, schaff Geld ran, dann würde ich mir persönlich vornehmen, um ehrlich zu sein, dass ich Geld ran schaffe. Wartet. Hoch und dann so. Zack. Da hole ich mir Geld ran. Dazu brauchst du mal andere Uhrzeiten. Das heißt, ich werde den nächsten Part... Machen wir mal die Nacht, würde ich sagen. Dann kriegen wir ganz andere Viecher zu sehen, glaube ich. Ja.
Ich hab's halt sehr gerne, wenn's hell ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab's sehr gerne, wenn's hell ist. Weil ich bin halt selbst nicht die hellste Kerze und da will man halt, dass zumindest um einen drumrum das hell ist. Ich denke, das versteht ihr. Bist nicht interessiert oder was? Jetzt sehe ich das nicht. Ah, allein mein Ohr hat's mir verraten. Ja, ein Flussbarsch. Du bist leicht beeinflussbarsch. Cool, haben wir noch nicht. Also Angeln bringt so ziemlich das meiste Geld. Käfer sind ja momentan noch keine besonderen da. Wie lange der Bau wohl dauert vom Laden? Hm? Achtung. Jetzt sehe ich ihn auch wenigstens. Ah, ich ging irgendwie davon aus, dass der dritte diesmal passt. Ihr habt mich natürlich gerüffelt, ne? Gerüffelt habt ihr mich. Als ich nicht wusste, also das mit dem Angeln noch nicht so drauf hatte. Kann hier nur besser werden, sag ich. Kann ja nur besser werden. So, kommen wir am ruhigen Gewässer. Und hier hoch kommt man mit einer Leiter. Die haben wir noch nicht. Irgendwann später, viel später. Soll es die geben. Ein Barsch, ab Barsch. Ein bisschen was machen wir noch. Yay, Honigbiene. Hat mich gerade halt angelächelt. Hat mich halt gerade angelächelt. Naja, die Viecher haben wir ja schon. Ruhig laufen. Was war das denn? Wie hat er sich denn verhalten? Und? Nichts Besonderes, hä? Ein Döbel. Oh, haben wir aber noch nicht. Schau nicht so bedöbelt. Na gut. Das war's für den heutigen Part. Der nächste soll mal nachts stattfinden, dass wir ganz andere Sachen entdecken. Fürs Museum, für die Schulden. Hier ist noch was vergraben. Ja. Mach mal was zum... Dass ihr da Bescheid wisst. Also seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ich freue mich sehr über eure Bewertung mit einem Daumen nach oben oder nach unten, wenn ich es verdient habe. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.